Traumschiff-Ausstieg. Wie geht es ohne Sascha Hehn weiter? Traurige News für alle Eingefleischten des Traumschiff-Fans. Sascha Hehn, 63, wird die erfolgreiche ZDF-Reihe verlassen. Als charismatischer Kapitän Viktor Burger spielte sich der Frauenschwarm 4 Jahre lang in die Herzen der Zuschauer. Dass mit ihm ausgerechnet eines der Aushängeschilder der Fernsehsendung von Bord geht, dürfte der Produktion bitter aufstoßen. Jetzt meldet sich erstmals die Sendeanstalt selbst zu Wort, das bedauert, dass der Schauspieler das Handtuch wirft. Bürbü, Traumschiff auf den TV-Star warten jetzt neue Herausforderungen. Und auch die Macher des Erfolgsschlagers werden sich umgucken müssen. Wir bedauern Ausstieg beim Traumschiff und danken Ihnen für die erfolgreiche Zusammenarbeit, beteuerte der Sender auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Spot on News. Einen neuen Schiffsführer, der fortan über die Weltmeere schippern wird, gebe es derzeit noch nicht. Die Reihe werde aber selbstverständlich fortgeführt. Neben dem Ausstieg des 63-Jährigen hatte das Format in letzter Zeit noch einen anderen herben Verlust einzustecken. 76, die 36 Jahre lang die Käfhostess Beatrice verkörperte, verließ die Serie ebenfalls. An ihrer Stelle steht seit April der Ex-Schwarzwald-Klinik-Star Barbara Wurzow, 57, vor der Kamera.